Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie ihr schon gesehen habt oder erahnen konntet aus dem Titel heraus, gibt es heute ein Tauschpaket von mir und zwar mit der lieben Marina von Marina und die Ponys. Als das Paket angekommen ist, habe ich mich erschrocken, weil ich einfach dachte, woher kommst du denn? Aus den Bahamas? Sieht einmal schon von außen richtig schön aus und umso gespannter war ich einfach, was da jetzt drin sein wird. Und deshalb freue ich mich und werde das jetzt auch machen. Auf ihrem Kanal seht ihr natürlich auch mein Paket, was ich für sie gepackt habe. Das sieht von außen leider nicht so schön aus und auch nicht, als wenn es von den Bahamas kommen würde. Wir verfolgen jetzt gerade den DHL-Mann. Ihr wisst ja, dass ich jetzt ein Tauschpaket mache. Das seht ihr auch in diesem Video noch. Aber Leute, ich muss ja eins auch schicken, aber es würde halt nicht pünktlich ankommen, wenn wir warten, bis das bei uns sozusagen zu Hause ankommt. Also haben wir jetzt den DHL-Mann hier aufgesucht. Da vorne seht ihr das Auto. Wir werden ihn jetzt einfach ganz stumpf fragen mit meinem Perso, ob er uns dieses Paket rausgeben kann. Sorry. Wenn das jetzt klappt, ich raste aus. Weil sonst wäre das halt nicht nur pünktlich angekommen. Vielen Dank. Tschüss. Es hat geklappt. War halt heute sein erster Tag und er wird halt mit sowas überfordert. Naja, sehr geil. Es ist ein Paket. Danke, DHL. Was Marina dann letztendlich von mir bekommen hat, das seht ihr dann in ihrem Video. Und jetzt kommt ihr Paket. Ich werde das jetzt mal aufschneiden. Das Thema habe ich schon gesagt, oder? Mhm. Nein, ich habe es nicht erwähnt. Das Thema war Silvester und Neujahr. Es war doch gerade erst Weihnachten. Ja, du hast recht. Mir machen Tauschpakete richtig viel Spaß, weil man da was auspacken kann. Ich will auch ein Tauschpaket. Wer möchte mit Tom ein Tauschpaket machen, der kann sich hier unten melden. Wow, Luft, eingepackte Luft. Ja. Wow, ich freue mich riesig. Danke, Marina. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Noch mehr Luft. Oh mein Gott, Leute, ich sehe hier schon Luftschlangen. Und hier ist erstmal ein Brief für Hella. Da ist so eine Giraffe drauf. Liebe Hella, ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mich freut es sehr, dass wir zusammen ein Tauschpaket gemacht haben und ich hoffe, dir gefallen die Geschenke. Viel Glück im neuen Jahr. Sehr süß. Das wünsche ich dir natürlich auch und auch allen da draußen, dass ihr Glück haben werdet und dass eure Träume dieses Jahr in Erfüllung gehen. Jetzt bin ich gespannt, was da drin sein wird. Woo! Party ist angesagt. Ja, hast direkt einen Schal. Okay. Leute, die eine hängt an meiner Wimper. That escalated quickly. Ist es nach irgendeiner Reihenfolge oder darf ich das jetzt einfach so nehmen? Ich nehme das, glaube ich, einfach so. Also erstmal wow, sehr schön eingepackt. Versuch mal zu raten, was da drin ist. Das könnte irgendwie ein Lippenstift sein oder so. Weil so fühlen sich eigentlich Lippenstifte an. Geil, erstmal essen. Das sind Ferrero Küsschen. Komm mal, ein Küsschen für dich. Be natural. Das kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Was ist das denn? Das ist so ein Labello. Der riecht geil. Und ist komplett in Pink. Und wie ihr wisst, ist Pink meine Lieblingsfarbe. Dankeschön. Kann ich jetzt nun leider nicht ausprobieren, weil ich schon Gloss drauf habe. Aber egal, trotzdem. Scheiße, jetzt habe ich den schon versaut. Der mit Geschmack. Okay, machen wir weiter. Oh, ich mache das jetzt ab. Das sieht doch scheiße aus. Ja. Yeah. So, hier so im Hintergrund kann das sein. Oh. Reitsocken einfach komplett in Pink, Leute. Die sind wirklich schön. Ich mach die mal an. Du machst die an? Du kannst ja mal deine jetzigen Socken zeigen. So richtig gammelose Socken. Ich zieh die mal an. Ich hab sogar gerade noch eine Reithose an, weil ich bis gerade noch im Stall war. Oh, wenn das nicht mal fancy aussieht, dann weiß ich auch nicht. Auch eine richtig nice Farbe. Und ich glaube, die gibt es auch in schlicht bestimmt. Für die Leute, die es nicht so knallig mögen. Ich ziehe wieder diese Gammelsocke an. Die ist auch richtig schön, Leute, wie ihr sehen könnt. Die gefällt mir besonders gut. Deshalb trage ich die auch immer. Ein Strick. Und der hat hier auch noch so Sparkle-mäßig hier so... Wie sagt man das? Ich kann das nicht beschreiben, was das ist. Auf jeden Fall ist der Strick mit so einem Glitzerfaden genäht. Der glänzt. Ja, Leute. Irgendwie komme ich heute nicht auf die passenden Worte. Auf jeden Fall hat der hier noch so einen richtig schönen Anhänger. Ich bin so blöd. Ich meine natürlich Karabinerhaken. Nein, das ist kein Karabinerhaken. Panikhaken. Was ist los mit mir heute? Und in so einem schönen Lila. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ein Paket, was mal ganz anders eingepackt ist als die anderen.
Hier ist ein T-Shirt drin in einem schlichteren Ton, in Navy würde ich sagen, oder einfach blau, von Royal Horseman. Und das werde ich jetzt einfach mal anziehen. Ob es mir dann Geh mal her. Passt. Ja, Leute, wir sehen Ken. Woo, es passt. Und es ging so schnell an. Finde ich, sieht echt ganz nice aus. Weiter geht's. Hier ist noch eine Schokolade drin. Leute, ich habe so Hunger, weil ich heute noch nichts gegessen habe. Leute, es geht nicht auf. Ich raste gleich aus. Ah, oh, in so einem schönen lila Ton. Wow, Leute, ich merke einfach, das ganze Paket ist in pink. Ja, los, jetzt musst du dir die Nägel lackieren. Ich bin echt eine Niete in meinem Nägel lackieren. Ich habe momentan auch richtig kurze Nägel. Und sagt ihr immer so, wow, du hast so schöne Nägel. Aber mir ist aufgefallen, in den letzten Videos ist das gar nicht mehr als Kommentar da. Da kommt einfach nur, was hast du für schreckliche Nägel. Nein, das sagt ihr zum Glück nicht, aber meine Nägel gehen halt einfach gar nicht. Das denken die sich wahrscheinlich. Du schiebst es ja immer darauf, dass die Nagelstudios geschlossen sind. Hä, oh mein Gott, ich habe schon wieder so ein Fail. Aber die Farbe gefällt mir sehr gut. Ich mag den Geruch von Nagellack irgendwie. Wie so Tankstellengeruch. Den Geruch, der gefällt mir irgendwie nicht so doll. Da sind wir dabei. Da ist prima. Könnt ihr gut Nägel lackieren oder nicht, Leute? Und macht ihr das danach schnell ab oder einfach gar nicht mehr ab? Bis die Schicht einfach von alleine irgendwie abkratzt. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Creme. Aber ich muss das jetzt so komisch anfassen, weil ich gerade diese Nägel frisch lackiert habe. Händchen halten, Handcreme. Wofür Handcreme? Mh, die riecht aber richtig geil nach so Zimt. Riech mal. Wie ihr vielleicht hören könntet, hatten wir irgendwie ein kleines Problem mit dem Mikrofon. Deshalb werde ich euch das jetzt hier einfach weiter kommentieren. Hier hat Tom mich gefragt, ob ich das bitte nochmal in die Kamera strecken kann. Ich habe meine Hände in die Kamera gestreckt und nicht die Creme. Naja, Leute, es tut mir leid, hier nochmal die Creme. Dann wollte ich eigentlich weitermachen mit dem nächsten Päckchen, habe aber Hunger bekommen und habe dann erstmal ein Ferrero-Küsschen gegessen. Das hat auch sehr gut geschmeckt. Tom hat mich dann gefragt, warum ich so lange brauchen würde. Aber Leute, die Antwort ist ganz einfach. Ich bin einfach nur Genießerin, ne? Dann ging es aber auch schon weiter mit dem nächsten Päckchen. Und war gleichzeitig das letzte Päckchen. Und zwar war da dieses wunderschöne Halfter drin. Ich zeig's gleich nochmal in die Kamera. Jetzt habe ich mir Tom noch einmal dazu geholt, weil er einmal sagen soll, was er in dem Moment gesagt hat. Ey, das passt ja perfekt zu dem Strick. Und ich so, natürlich passt das perfekt, das ist die gleiche Kollektion. Dann habe ich nochmal alle Sachen auf dem Tisch zusammen aufgereiht. Dann habe ich erzählt, dass mir das Oberteil super gut gefällt und das half das auch wirklich schön. Tom hat dann gesagt, dass ihm die Luft am meisten gefallen hat. Ich fand das sehr frech in dem Moment. Aber mir hat die Luft auch sehr gut gefallen, wie ihr sehen könnt. Du wusstest aber noch nicht genau, was du damit anfangen sollst. Ja, genau so war's. Mal sehen, ob ich einen Job als Synchronsprecher annehmen könnte. Aufgepasst. Mir hat eigentlich alles gut gefallen und ich glaube, alles findet gute Verwendung. Und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir das Halfter einfach mal bei Gollum drauf und schauen, ob es ihm auch passt. Wir sind jetzt in den Stall gegangen. Was war das für ein Fail mit dem Ton? Ich hoffe, er funktioniert jetzt. Wir haben das Halfter mitgenommen und werden das jetzt gleich mal bei Gollum ausprobieren. Der steht da hinten schon. Das ist aber nicht Gollum. Hallo, Roscoe. Gollum, komm. Gollum. Gollum, ich werde nicht in die Matsche gehen. Das passt zu seiner Decke. Das stimmt, das passt echt richtig gut. Das heißt, das steht Gollum richtig gut, finde ich. Das passt echt farblich, ne? Hundertprozentig zur Decke. Vielen Dank, Marina, für dieses schöne Halfter oder allgemein für die ganzen schönen Sachen. Ich freue mich darüber wirklich richtig dolle. Passt ihm auf jeden Fall. Und der Nagellack steht mir auch sehr gut. Nein, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wirklich, wirklich gut? Wirklich, wirklich gut, aber ich muss die andere Hand auch nochmal lackieren. Die sieht jetzt so richtig scheiße aus und die sieht gut aus. Ist dir kalt? Mir ist wirklich richtig kalt. Mir hat das Tauschpaket mal wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!